Herzlich willkommen zurück, ihr Schoncoolen Freundinnen und Freunde unserer World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas von Schoncool und lasst uns heute sprechen über meine zweite Investition und was hat es eigentlich mit dieser bekloppten Masse auf sich und worüber reden wir eigentlich? Ja, und eigentlich reden wir über Taschen und Beutel. Das sind Items, die immer gehen, logischerweise immer gehen. Natürlich jetzt gerade vielleicht nicht so, ja, wir haben die totale Marktsättigung, um nicht zu sagen Marktübersättigung. Viele haben ihre Accounts stillgelegt, warten jetzt auf den Pre-Patch, warten auf Shadowlands, aber Shadowlands wird auch viele neue Spielerinnen und Spieler in unsere World of Warcraft bringen. Viele werden ihre Accounts reaktivieren und dann geht es wieder Richtung Nachfrage nach Taschen und Beutel. Dazu komme ich jetzt aber gleich. Lasst uns vielleicht erstmal darüber sprechen, wie denn die Rahmenbedingungen gerade aussieht. Und ich finde total passend, dass wir hier das Hopebreakers Pack haben, denn unsere Hoffnung wurde gebrochen, im Wortsinne, dass wir 32er, 34er oder gar 36er Taschen produzieren können, zum Beispiel als Schneider, ne? Wir haben noch immer diese berufsspezifischen Taschen für die Materialien, das hat sich dann hier aber leider erledigt, denn was hier schon steht, Unique Equipped, das heißt, das sind diese einzigartigen Geschichten, die könnt ihr ein einziges Mal erwerben und dann anlegen. So, das heißt, das könnte ein Händler sein, eventuell, wie das Gepäck des Wahnsinnigen, war hier eine 34-Platz-Tasche, hat 500.000 Gold gekostet, manche haben sie gekauft und versuchen sie dann für 668.000 im Schnitt hier gerade zu listen in den Auktionshäusern. Das würde mich mal interessieren, ob das überhaupt irgendjemand kauft und wenn ja, warum. Ne, man findet ja jeden Tag einen Wahnsinnigen in diesem Wort, passt das ja vielleicht, ja, der sein Gold jetzt woanders lässt. Aber die zweite Geschichte hier möchte ich euch zeigen, das ist das Messengers Satchel. Ist ein 30-Slot-Bag, also auch nur 30 Plätze und auch hier steht Unique Equipped. So. Und die gesamte Datenbank hat leider jetzt nicht ergeben, dass wir zum Beispiel mit den Schneidern neue größere Taschen produzieren können. Was heißt es denn aber jetzt für uns? Ja, wenn ich jetzt mir die produzierbaren Taschen, die ich jetzt auch in das Auktionshaus stellen kann, mal anschaue, haben wir weiter oben hier die Hot Cakes, ja, die Sachen, die weggehen wie geschnitten Brot, besteckter Tiefseebeutel, 32er Tasche aus dem aktuellen Content und die Tiefseebeutel. Dann haben wir noch die Hexensphärentaschen, natürlich altbewährt, 30 Plätze und ist ja lila, ist ein episches Item, das bevorzugen viele und zahlen dafür dann auch, ich sag mal, so einen Luxuspreisaufschlag gegenüber den Tiefseebeuteln. Und, ja, ich meine, guck, ich habe sie hier ja auch, ne? Muss ich ja auch gestehen, ich habe sie bei mir auch, zumindest hier auf diesem Charakter. Aber ein durchaus banaler Hintergrund ist auch, dass wenn man nach Taschen sucht, findet man die Hexensphärentasche, aber nicht die Tiefseebeutel oder die bestickten Tiefseebeutel. Auf dem englischen Client heißt es dann Bags und die haben dann nicht so dieses Problem. Aber wenn wir uns das mal durchgucken, haben wir hier die Klassiker wie die Glutseitentasche, Froststofftasche und natürlich auch die Nasastofftasche, die sich sehr gut verkaufen zum Beginn von Expansionen oder immer dann, wenn die Spielerinnen und Spieler zurückkommen. Allerdings, wenn die Tiefseebeutel jetzt schon auf manchen Servern deutlich unter 100 Gold gedumpt sind, dann ist die Frage, warum soll ich 50, 60, 70, 80, 100 oder mehr Gold ausgeben für die Glutseidentasche, die 8 Plätze weniger hat. Ja, das heißt, Tiefseebeutel ist mittlerweile ein Massenproduktionsmaterial. Das liegt natürlich an den Multiboxern. Tiefseesatin ist jetzt sowieso nur so ein Abfallprodukt. Denkt dran, dass Leinenstoff in Tonnen produziert worden ist. Wir haben es gebraucht für den Expulsum-Shuffle, wir haben es Verzauberungs-Shuffle und die Hosenproduktion selbstverständlich. Ne? Das heißt, wir haben so eine Untergrenze von 2 Gold, so ein bisschen als Referenzwert, was geschwendebildes Leinen angeht, weil ich damit noch so ein bisschen Gewinn machen kann, wenn ich mir diesen NPC-Vendor-Shuffle antun möchte und das wirklich AFK stundenlang durchziehe. Auf manchen Servern haben wir das geschwendebilde Leinen immer noch bei 3 Gold, zum Teil dann auch mehr, aber es ist ein, ja, ein Abwurf, ein Abfallmaterial. Denn wofür braucht man das groß? Für mich war mal Tiefseesaturn ganz klar in diesem Hintergrund. Ich brauche das hier für die Tiefseebeutel und für die bestickten Tiefseebeutel, denn die brauchen hier das bestickte Tiefseesaturn. Deswegen heißen sie auch so. Der Gedanke dabei, jetzt einfach um das nochmal zu erläutern, ist der Opportunitätskosten. Mein Lieblingswort wollte ich hier wieder reinbringen, denn wenn wir die neue Expansion haben, den neuen Content, dann wollen wir alle innerhalb dieser Shadowlands spielen. Natürlich wird die eine oder der andere sich auch noch in der BFA bewegen, in den einzelnen Zonen, aber dem Grunde nach werden wir alle unterwegs sein
in und um Shadowlands so. Habe ich dann noch Bock, mich um diesen Kram zu kümmern, um BFA-Stoffe? Werden die Multiboxer ernsthaft das hier noch farmen oder farmen sie natürlich alles, was relevant wird innerhalb des neuen Contents, weil es viel mehr Gold bringt? Das heißt, ich spekuliere mit dieser riesigen Masse, das ist jetzt eine Mischung aus, ich habe das totale absurde Dumping, das habe ich einfach rausgekauft und eingelagert. Und als Multiboxer habe ich natürlich jetzt auch nicht so das Problem. Stichwort Synchronfaden, Tonnen von diesem Zeug nebenbei, Drive-by, Walk-by einfach mitzunehmen. So, und jetzt habe ich festgestellt, okay, 200.000 hast du jetzt irgendwie davon. Falls ihr sagt, Andreas, ist ja völlig sinnlos, was willst du mit 200.000? Das sind um und bei 8.000 Taschen. Genau, ne? 200.000 sind genau 8.000 Taschen, wenn ich die zu 25 Tiefseesatelliten produzieren kann. Ich gebe zu bedenken, dass ich jetzt auf meinen Servern über alles über 50.000 Tiefseebeutel verkauft habe. Das heißt, so Bekloppte wie ich, die auch auf diese Massenproduktion gehen, die auch entsprechend den Absatz haben, haben ja gar nicht so die Probleme, das alles zu verbrauchen. Es hängt immer sehr von eurer Serverökonomie ab, ganz klar, aber einfach nur, um das irgendwie einzuordnen und nein, das ist jetzt bitte hier nicht der Kaufimperativ nach dem Motto, deckt euch jetzt ein mit Gischtleinen und mit Tiefseesaturn, sondern der Kontext sieht so aus, es kann im Rahmen der Analyse eurer Serverökonomie nicht schaden, sich ein bisschen von diesem komplett gedammten Zeug einzuverleiben, in die Bank zu packen. Bitte die Stoffe, nicht die Beutel, ja? Ihr könnt hier, ja, ein Beutel verschlingt hier einen Platz gegenüber 200 Tiefseesaturn oder entsprechend gischtvernebeltes Leinen. Das möchte ich nur zu bedenken geben. Gebt bitte auch zu bedenken, wenn ihr schon seht, dass ich hier 200.000 lagern habe, zumindest nur auf dem schauend auf einem Twink. Ich habe noch meinen Produktionschar, da sind auch nochmal 30.000, 40.000, keine Ahnung. Die Multiboxer werden diesen Kram im Zweifel auch gelagert haben. Ja, das heißt, die können einen Server auch über mehrere Wochen versorgen mit diesem Kram. Es hängt dann sehr von der Nachfrage ab, sobald Shadowlands kommt. Das heißt, die Botschaft aus diesem Video, diesem Goldguide soll hier sein, habt die Stoffe so ein bisschen im Auge, habt die Taschen ein bisschen im Auge, ganz klar. Wir haben hier diese komplette Entwertung natürlich dieser Taschen und Beutel, die nur 20, 16, 22, 24 Plätze haben, wenn ich die Tiefseebeutel gerade hinterhergeschmissen bekomme. Und ich stelle auf meinen Servern fest, dass die Leute sich auch eindecken, also wirklich dann für ihre kommenden Chars davon schon 20, 40, 60 Stück irgendwie kaufen, damit sie versorgt sind, weil sie schon ahnen, dass diese absurden Tiefstpreise, wie sie jetzt sind, nicht bestehen bleiben. Sie können nicht bestehen bleiben, ne? Das ist, so funktioniert einfach der Zyklus, so funktioniert Angebot und Nachfrage und es sieht so aus, wir spielen in dem neuen Content, das heißt, die Massen an Multiboxer werden die Masse an Material, die jetzt gerade produziert wird, weil sie nur das machen können und weil das ein Abfallprodukt ist, so gar nicht mehr farmen, es sei denn, sie machen es ganz kurz, ganz fokussiert zu bestimmten Anlässen. Aber so wie jetzt, dieses Überangebot und diese Übersättigung werden wir wahrscheinlich bis auf Weiteres nicht mehr vorfinden. Das heißt, nutzt es jetzt aus. Es kann nicht schaden, das ein oder andere Goldstück zu investieren. Wichtiger Hinweis, diese Massen braucht ihr nicht. Es sei denn, ihr habt euer Markt ganz gut im Griff, ihr habt einen ganz guten Blick drauf, ihr kennt auch die Konkurrenz. Und ihr seid euch auch dessen sicher, dass ihr das loswerden wollt und könnt. Und ich habe mich jetzt erstmal eingedeckt, um mich die nächsten Monate gar nicht mehr rumschlagen zu müssen, dann mit dem BFA-Content. Das heißt, ich habe natürlich Gischtleinen, ne? Also nur Tiefseesaturn bringt nicht viel, aber Gischtleinen, das zum Teil auch, ja, 1 Gold 50, also keine Ahnung, warum die Leute das machen, 1 Gold 50 halt einfach nur loswerden, einfach eingedeckt stehen lassen. Gucken wir mal. Schauen wir, was mit den Handwerksmaterialien passiert. Pre-Shadowlands von neuen Expansionen, aber das war der Hintergedanke. Also habt den Taschenmarkt so ein bisschen im Blick. Das ist meine persönliche Investition. Wichtiger Hinweis nochmal, das bedeutet jetzt bitte nicht, dass ihr Brain AFK jetzt euch auch eindeckt mit den BFA-Stoffen. Es sei denn, ihr habt so absurde Tiefstpreise, dass ihr sagt, also dafür würde ich jetzt selbst gar nicht losgehen. Okay. Ja, also wenn man Tiefseesaturn so ein bisschen für 1-2 Gold dann schon einkaufen kann. Vielleicht habt ihr auch einen Servertransfer vor, dann kann das auch nicht schaden, wenn ihr in eine Ökonomie wechselt, bei der das Ganze aufgewertet wird, weil mehr Nachfrage, dann kann es nicht schaden. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare eure Pläne, was Taschen und Beutel angeht. Habt ihr euch schon ein bisschen eingedeckt? Habt ihr schon ein bisschen Materialien gebunkert? Das Ganze könnt und sollt ihr bitte
sehr gerne mit uns diskutieren in unserer schon coolen World of Warcraft Discord Community. Wir hatten jetzt letztens die 5000 Accounts geknackt. Und das ist schon cool, das wollte ich damit sagen. Wünsche euch ein tolles Wochenende und ja, ich bin jetzt erstmal taschenmäßig durch. Das reicht für das ein oder andere Multibox-Team, um die auszustatten, ihr Lieben. Schon cool, dass ihr da wart, schon cool, dass ihr wieder kommt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.